Willkommen hier zurück zu GTA 5. Mein Name ist Mark Coxy und das letzte Mal hat es mich rausgeworfen, weil mich irgendwie Social Club abgemeldet hat. Wir machen hier weiter und ich glaube, da liegt Michael drin. Und jetzt hauen wir einfach mal ab. Bring das Auto zum Autohaus. Das machen wir jetzt mal. Gibt es nochmal der Rückspiegel oder die andere Ansicht? Oh. Hey, Sinian, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. So, wann steht er auf? Jetzt. That's a 9mm semi-automatic. Pushed against your skull. Well, look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Watch it. Guy's behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yatarian. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. My finger's on the trigger, dipshit. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. It's gar nicht so einfach, da jetzt, zu lesen und zu fahren. Schade, dass es GTA noch nicht in Deutsch gibt, in deutscher Sprache. Das wäre echt nice, aber in 5 Jahren gibt es das bestimmt. GTA in deutscher Sprache, dass wir nichts mehr lesen müssen. Wäre echt nice. Wenn wir jetzt rein theoretisch einen Unfall bauen, ist der abgelenkt und wir können Michael. Hey man, it's Jess up here. Okay. Stop the car. Pull up. Killen, ne? Das wäre aber Blödsinn, weil wir spielen Michael ja noch. Wo soll ich ranfahren? Okay, alles klar. That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put 2 rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Okay, auf das Fenster zu fokussieren. Ah, okay. So, und jetzt? Soll ich da reinfahren, oder? Okay, na dann. Ich tue es! Ich tue es! Shitty situations, dog! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Sammy, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! I won't be treated like this! Jetzt müssen wir den auch noch verprügeln. Boom! You think you could take me for a ride? Crazy man! Bottom feeder! Jetzt haben wir beim Ausweichen gekontert. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth 5 grand a month to you? You fucking racist! Boah! I'm telling you something. This thing's gonna need some serious bodywork before it's worth 5 grand a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot. But you are a fraudulent scumbag piece of shit.
make me have to come back here. Tja, und somit sind wir wieder bei Michael, oder? Kann das sein? Jawohl, wir sind wieder bei Michael. Yes! Das ist ja ein Ding. Was macht eigentlich unsere Waffe? Wir haben noch gar keine. Es ist jetzt möglich, zwischen Franklin und Michael zu wechseln. Halt jetzt hier gedrückt, um das Wechselmenü aufzurufen. Na, endlich! I'm gonna be using your car. Wir sind Michael und das ist gut. Ich glaube, Michael ist mein Lieblingscharakter. Ich glaube, der ist mein Lieblingscharakter. Wir wollen natürlich zu Michael. Zack. Und los geht die Reise. Amanda, Michael, du hast diesen Platz gekauft und benutzt ihn nie. Ich habe Schlägerhaltung und Balkonkontrolle echt verbessert. Balkenkontrolle echt verbessert. Trainer nimmt mich sehr hart ran. XX. Wer ist Amanda? Ah, Amanda. Ah, oh ja, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's. Ist die eine, wo Tennisunterricht gekriegt hat. XX? Ist das nicht Sex? Muss ich jetzt erstmal schauen, was da eigentlich zu Hause abgeht. Victor! Ich muss zu meiner Frau. Oder ist das meine Tochter? Nee, ich glaube eher mehr Frau. Cool. Wir wohnen da. Das ist echt geil. Das ist Michaels Unterschlupf. Hier kannst du Fahrzeuge speichern, indem du sie in der Garage parkst. Geil. Schlafe im Bett, um deinen Spielstand zu speichern. Du kannst sie im Kleiderschrank umziehen. Wow, Alter, was geht? Das ist ja wahnsinnig abgefahren. Geh durch das Haus, um verschiedene Aktivitäten zu finden, mit denen du dich beschäftigen kannst. Das ist echt eine noble Wohnung. Nee, Wohnung kann man es nicht nennen. Das ist ein Haus. Tennis. Oh, oh, oh. Da wird wohl der Tennisplatz sein. Geil, Alter. Der hat was Gutes gemacht. Aus dem Bankraub. Drücke hier, um Tennis zu spielen. Oder war der überhaupt dabei? Willkommen beim Tennis. Tennis, come on, let's play. Diese Einführung macht dich mit dem Spiel vertraut. Gehen wir kurz darauf ein, wie du mit dem Schläger umgehst. Benutze links und rechts zielen, linke Maustaste, Grundschlag auszuführen oder drücke STRG rechts, um keine Ahnung, Grundschläge sind. Durchschnittlich super. Okay. Drücke Leertaste, um den Ball durch einen Rückwärtsprall langsamer zu fliegen, flacher abprallen lassen. Ein Slice, Dingens, Bums. Okay. Das geht alles so schnell. Viel Glück und Spaß. Hallo? Ah! Ein Satz, komm. Spiel starten. Komm, wir machen Match. Also, was? Jetzt. Ours might be a marriage in name only, but at least we still got tennis. We'll always have tennis.
until I can't stand the sight of you. Oh. Tennis will ich auch mal in echt spielen. Das ist, glaube ich, ziemlich cool. Ich habe mal eine Weile Tischtennis gespielt. Und Tennis ist bestimmt auch ziemlich geil. B. Nee, was? Aufschlag, B, was? Beginnen, oder was? Na, endlich. Oh. Oh. Oh, der war super. Zack. Das macht echt Spaß. Wow, Alter. That's where the money went. Die hat Matchball, ey. Oh. Hey, you can play. Sorry, darling. Ha. Nicht schlecht. Nee. Wir fahren fort. Wahrscheinlich mit dem Spiel, ja. Gut. Nee, wir haben erstmal Tennis gespielt. Das soll erstmal genügen. Oh. So. Oh, der hat echt einen guten Geschmack. Die Wohnung gefällt mir. Die ist wirklich klasse. Am besten gehen wir mal ins Haus rein. Ach, da machen wir wahrscheinlich eine Mission, oder? Ich hoffe es nicht. Nein, machen wir nicht. You're such a fucking dictator! Why the fuck not? He is not staying the night! Oh, he's a God! Bomb! I don't even know why you are. Oh, doch. Ah. Der Part gibt Ärger mit der GEMA, aber das ist ein geiles Lied, das höre ich zurzeit auch. Phil Collins, I Don't Care Anymore. What do you want? Man, I come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately. And maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you can rip people off and get paid for it. It's called capitalism. Hmm. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well,
And today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. We're taking my wife's car. Ach, das ist wirklich geil. Es ist wirklich ein, oh, es ist wirklich ein geiles Haus. Michael ist ein super geiler Charakter. Das ist alles voll krass. Dad, komm schnell. Diese Typen klauen deine Yacht. Wir sind unterwegs auf dem Freeway. Absolut nicht meine Schuld. Super. Also, wie dem auch sei, wir machen jetzt ein Part. Ein Cut. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.